Hallo und willkommen zu unserem Projekt namens Kunstagram. Wir, die Veranstalter von dieser Website, sind Schad, Caroline, Großmeister. Diese Website haben wir selber erstellt und wir haben die Kunstagram genannt, weil zum Beispiel bei vielen Webseiten, na vielleicht zum Beispiel TikTok, Instagram, YouTube, da werden immer Kunst sehr ausgeschlossen, finden wir. Und deshalb haben wir diese Website erstellt, wo Kunst am wichtigsten daher gezeigt wird. Hier kann man zum Beispiel Videos, die man selber gemacht hat, geschnitten hat, man kann auch Songs oder man kann auch Kunst draufstellen. Und ich erkläre mal, wie die App funktioniert. Zuerst das Wichtigste haben wir, dass zum Beispiel, man kann liken zum Beispiel, aber man darf nie, aber man, die zum Beispiel die Personen, die liken, sehen nicht, wie viel Like-Anzahl es gibt. Weil wir finden zum Beispiel bei Instagram werden die Likes mehr bevorzugt und man sieht die am meisten Likes haben. In unserer Website sieht man die als letztes veranstaltet hochgeladen wurden. Die sind ganz oben und die alten sind ganz unten. Und das, wenn man auf den Erstell-Button drückt, da kann man zum Beispiel ein Bild vielleicht fotografieren, das man gezeichnet hat, einen Song, den man gesungen hat, da kann man es draufstellen. Wenn man auf dieses Rad drückt, das ist, da findet man die Einstellungen meine ich. Und da kann man zum Beispiel, wenn man jetzt die Sprache übersetzen will, kann man zum Beispiel auf Englisch, Französisch, die Sprache, die man braucht. Und wenn man auf Suchen drückt, kann man zum Beispiel etwas suchen. Zum Beispiel, wenn du jetzt für ein Bild suchst, das zum Beispiel rot ist, weil du ein Bild malen willst. Dann gibst du einfach ein und dann kommen dir die Bilder, die du jetzt zum Beispiel, so ein Bild mit rot zum Beispiel. Ich gebe an Caroline weiter. Danke. Also wir haben alle Assets und alle Bilder, die jetzt auf der Webseite sind, selbst gemacht. Vom Erstellbutton bis zum Logo und den Profilbildern. Und für die digitalen Zeichnungen haben wir die App Krita verwendet und mit Zeichentablets am Computer gezeichnet, auch Animationen gemacht. Und wir haben auch manches auf Papier gezeichnet, das haben wir dann eingescannt und auf der Website hochgeladen. Ich habe noch eine Audiodatei erstellt, die wir jetzt abspielen werden. Zum Erstellen dieser Website haben wir HTML, CSS und JavaScript benutzt und ca. 600 Zeilen Code geschrieben. Und als letztes, wenn wir zurück auf die Website kommen, dann findet man ganz oben, wenn irgendwer die Website wieder anschauen will oder dann durchsehen will, da steht der Code, wenn man den sehen will. Und noch etwas, was ich hinzufügen musste, bei einem Stern, wenn man dann drauf drückt, dann hat man den bei seiner eigenen For You-Page oder hat man dieses zum Beispiel den Song, dieses Bild gespeichert. Ich möchte noch unsere Isabella danken, die uns geholfen hat, dass wir es schaffen konnten. Und danke für eure Aufmerksamkeit. Bleibt mir noch da ganz kurz. Wie ist das gegangen? Habt ihr durchgemacht? Habt ihr 24 Stunden? Wie war das? Beantwortet es mir. Also ein paar der Bilder habe ich schon davor gemacht. Die hatte ich zufällig mit und habe gedacht, ich kann sie hochstellen. Aber viele davon sind auch hier entstanden. Und wir haben alle auch gezeichnet. Also es war jetzt nicht nur das einer von uns. Also ihr seid so alles Künstlerinnen. Ja, und das Beste davon ist, dass man zum Beispiel, wenn jetzt eine Person gecodet hat, da haben die anderen was zeichnet und auch die Profilbilder haben selber zeichnet. Und es hat länger dauert. Der Song ist von dir? Ja. Du hast den quasi online digital erstellt? Ja.
ja, was alles möglich ist. Da freut man sich auf die Zukunft und danke, dass ihr das für uns, für Menschen wie uns auch gemacht habt. So einen riesengroßen Applaus für Kunstagram. Natürlich wieder mit den Urkunden, die kann nur iGadgets kennen. Da wird es um die Urkunden gestritten. Kunstagram!